Gehen wir jetzt zum Stoß auf einen Pendelkörper, auf einen drehbaren, aufgehängten Körper. Und dazu zeichne ich also da jetzt ein Körperpendel auf, das da unten ein bisschen ausgenommen ist, dass er hier oben bei A drehbar gelagert. Ich nehme an, dass der Schwerpunkt da hier liegt bei S, Drehpunkt A, Schwerpunkt S, Abstand, der mit klein S bezeichnet. Und das Pendel ist in A drehbar gelagert. Das Drehlager ist A. Im Gleichgewichtsfall ist der Schwerpunkt unterhalb von S unter A. Lotrecht unter A, dann hängt das Ganze hier sozusagen bewegungslos herunter. Und nun wird eine kleine, was weiß ich vom Drehkörper, weiß ich an sich sein Theta A bekannt. Es muss bekannt sein, die Lage des Schwerpunkts. Und dann nehme ich noch den Abstand A zum Stoßpunkt. Und nehmen wir es jetzt an, da hier trifft eine Masse kleines m mit der Geschwindigkeit V0. Mit der Geschwindigkeit, hier habe ich geschrieben V1, also schreibe ich auch V1, trifft im Abstand A irgendwie. Auf den Pendelkörper, also die Masse M und V1, das A kenne ich schon, trifft auf und die Frage ist jetzt, wie bewegt sich das Pendel nach dem Stoß? Also im Stoß ist nun so, dass die auftreffende Masse hier, ja, mit der Kraft F auf das Pendel wirkt und die umgekehrte Kraft zurückwirkt auf die Masse M. Und wenn ich jetzt wieder so vorgehe, wie wir das immer gemacht haben, erste Periode, Kompression, sozusagen von T größer 0 bis zur maximalen Zusammendrückung, das ist die Kompressionsperiode, dann kann ich hier aufschreiben, die Bewegung des Pendels wird ja jetzt nach rechts erfolgen. Also der Drehwinkel ist Phi. Wenn ich also da unten aufs Pendel mit einer Kraft wirken lasse, dann heißt das Theta A Phi 2 Punkt ist gleich F mal A. F mal A ist das Moment, nicht? Theta A Phi 2 Punkt. Die Änderung des Dralls ist gleich dem Moment der Kräfte um A. Nun wird es integriert über dt. Dann sehen Sie, da steht da Theta A mal Phi Punkt zur Zeit dm.
minus Phi Punkt zur Zeit 0 ist gleich Integral FA dt von 0 bis tm. Und nachdem a konstant ist, lasse ich das heraus, dann steht das Integral 0 bis tm fdt und das nennen wir S1. Also a mal S1. Das ist das Pendel in der ersten Stoßperiode. Dazu kommt jetzt die Masse. Die Masse, aha, ein Massenpunkt, na gut. Die Masse m mal x2-Punkt, also das wäre jetzt die Koordinate sozusagen des, der Masse m, während phi die Koordinate des Pendels ist. mx2-Punkt ist aber minus f. Minus f. Integriert heißt das m x-Punkt zur Zeit tm minus x-Punkt zur Zeit 0 ist gleich Integral minus f dt von 0 bis tm ist gleich minus s1. In der zweiten Stoßperiode t größer tm, kleiner t Ende, gilt natürlich der Drahtsatz in derselben Weise, nur die Integrationsgrenzen sind andere. Ich schreibe also sofort hin, Theta A, nenne das jetzt Phi-Punkt zur Zeit dE, das ist das Phi-Punkt 2, minus Phi-Punkt zur Zeit tm, in der zweiten Ebene, te dm, ist wieder gleich dem Integral fa dt von tm bis te, das a ist eine Konstante, dann steht also hier a mal s2 und für die Masse m gilt, Geschwindigkeit nach dem Stoß, die nenne ich ja W1, das ist jetzt nicht ganz, aha, ich habe sie da V2 genannt, also bleiben wir bei V2, V1 ist die Anfangsgeschwindigkeit, V2 die Endgeschwindigkeit dann, V2 ist die Geschwindigkeit am Ende, minus der Geschwindigkeit x-Punkt, die ich noch bei tm habe, und da steht plus minus S2. Also ich habe jetzt eine Gleichung, da ist die zweite, das ist die dritte, das ist die vierte. Das x-Punkt dm, ja, ich sage jetzt als nächstes die Stoßhypothese natürlich, verwende ich wiederum, dass ich das S2 kenne. Die sagt, dass das S2 gleich Epsilon S1 ist. Und wenn Sie jetzt abzählen, das wäre die Gleichung Nummer 5, dann haben wir Unbekannte. Das Phi-Punkt dm, Phi-Punkt 0 ist ja 0. Was habe ich als Unbekannte? Phi-Punkt dm, x-Punkt dm, x-Punkt 0, das kenne ich, das ist das V1. Dann sind die beiden Geschwindigkeiten nachher unbekannt. Also unbekannt sind Phi-Punkt dm, das nenne ich vielleicht Phi-Punkt mit dem Index u,
als gemeinsam, nicht? Das ist die erste Unbekannte. Dann ist unbekannt das X-Punkt dm, das nenne ich U, das ist die Geschwindigkeit der Masse m am Ende der ersten Stoßperiode. Dann sind die beiden Endgeschwindigkeiten unbekannt, Phi.2, V2. Und dann sind S1 und S2 unbekannt. Und Sie sehen, wir haben also 6 Unbekannte. Und erst 5 Gleichungen. Es fehlt uns noch eine Gleichung. Und das ist die geometrische Bedingung. Das Ende der ersten Stoßperiode ist ja dann erreicht, wenn im Stoßpunkt die beiden Körper gleiche Geschwindigkeit haben. Also die Gleichung Nummer 6 heißt, Ende der ersten Periode. Ja? Was mir nicht ganz klar ist, ist das Phi.U. Am Ende der Kompressionsperiode muss die Geschwindigkeit im Berührungspunkt B der Masse und des Pendels gleich groß sein. Dadurch ist ja sozusagen das Ende der ersten Periode gekennzeichnet, dass die beiden gleiche Geschwindigkeit im Berührungspunkt haben. Dann wird ja sozusagen die Masse nicht mehr zusammengedrückt, wenn wir die ganze Verformung in die Kugel hineinlegen. Ende der Kompressionsperiode heißt also, aber die Geschwindigkeit, ja? Ende der Kompressionsperiode bedeutet aber, dass die gemeinsame Geschwindigkeit bezieht sich auf das B. Genau, und in dem Punkt B bedeutet, dass das U die tangentiale Geschwindigkeit ist, der Drehbewegung. Die Geschwindigkeit in Stoßrichtung genau. Muss gleich groß sein. Genau. Also Ende der Kompressionsperiode, Geschwindigkeit in B in Stoßrichtung für beide gleich. Und das bedeutet aber, wir haben ja die Geschwindigkeit mit U bezeichnet, die Masse hat die Geschwindigkeit U und das Pendel, Sie sehen im Abstand A, heißt das A mal Phi Punkt U. Also U muss gleich sein A mal Phi Punkt U. Das ist unsere sechste Gleichung. Gleichheit der Geschwindigkeit in B. Das kennzeichnet ja immer das Ende der Stoßperiode. Und auf die Weise habe ich jetzt 6 Gleichungen für die 6 Unbekannten und kann jetzt, die Gleichungen schreibe ich vielleicht noch einmal an oder geben wir es gleich, naja. Sechs Gleichungen, die jetzt formal also so ausschauen. Die erste war, oh Gott, ich schreibe es doch noch einmal hin. Theta A Phi Punkt U ist S1A. Die zweite war M mal U minus V1 ist minus S1. Die dritte, ich nehme jetzt aber als nächste, nämlich die sechste, nehme die sechste jetzt. Und die sechste heißt U ist gleich A mal Phi Punkt U. Und Sie sehen, aus diesen dreien, die ja im Grunde zur ersten Stoßperiode gehören, nicht? Ende der ersten Stoßperiode ist ja die Gleichung 6 gewesen, die hätte ich also besser als dritte geschrieben. Aus diesen drei Gleichungen kann ich jetzt, wenn ich U und Phi Punkt U aus 1 und 2 in die 6er einsetze, sagen, das ist A mal, das U heißt V1, U ist gleich V1, minus S1 durch M, kann man so machen, S1 durch M ist gleich A S1 1
ist gleich, wollte ich schreiben. Na, nimmt er denn jetzt? Es ist ein a Quadrat durch Theta a. Also, Phi-Punkt U ist S1a durch Theta a, mal a ist a Quadrat da oben, und das U, da brauche ich nur S1 durch m dividieren. Und damit habe ich da das S1 ausgerechnet. S1 ist gleich V1 dividiert durch 1 durch m plus a Quadrat durch Theta a. Und wenn ich das S1 kenne, dann kenne ich natürlich jetzt das Phi-Punkt U und das U. Und dann kann ich aus Nummer 3 und 4 zusammen mit 5 jetzt die Geschwindigkeiten nach dem Stoß, die mich hier eigentlich interessieren, ausrechnen. Geschwindigkeiten nach dem Stoß. Aus 3, glaube ich, aus 3 folgt die Drehgeschwindigkeit. Phi-Punkt 2 ist gleich Phi-Punkt gemeinsam plus Epsilon S1 mal A durch Theta A. Und wenn ich das alles einsetze, naja gut, ich rechne vielleicht S1, das glaube ich stimmt schon, M, ja, S1 ist okay, vielleicht rechne ich da das U und das Phi-Punkt U noch aus. Wenn ich aus den ersten beiden da das U noch berechne, indem ich da einsetze, dann kommt heraus M. U ist gleich V1 mal 1 durch 1 plus Theta A dividiert durch MA Quadrat. Das ist ein bisschen jetzt kompliziert geschrieben, aber ich muss das alles ja dann da einsetzen, nicht? Um zur Geschwindigkeit Phi-Punkt 2 zu kommen. Phi-Punkt 2, der will nicht mehr. Phi-Punkt 2 ist gleich. Phi-Punkt U ist U durch A plus Epsilon A durch Theta A mal S1, ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich richtig hinkomme, aber A Quadrat durch Theta A, Punkt 2. Das U muss ja auch noch, oh Gott, das wird mir aber zu mühsam jetzt. Naja, die Geschwindigkeit 2, Geschwindigkeit vorher, ist Differenz. Ich muss dann nämlich, da habe ich dasselbe aufgeschrieben, ja, Epsilon A durch Theta S1. Und wenn man da alles einsetzt, dann glauben Sie mir vielleicht, dass da rauskommt etwas, was mir so im Moment gar nicht sehr gefällt, aber ich schreibe es ein bisschen anders. Ach so, ja. Ich werde vielleicht das Ganze jetzt so machen. Ich schreibe A mal, ich schreibe Phi-Punkt 2, ich schreibe es einmal so, wie es da steht. 1 plus Epsilon mal M A V 1 durch M A Quadrat plus Theta A habe ich da geschrieben. Also ich glaube, das müsste eine elementare Rechnung sein, die man und dann, wie man da hinkommt. Das ist das Phi-Punkt 2 und das V2, die Geschwindigkeit nach dem Stoß von der Masse, die ist ja U minus S2 durch M.
glaube ich, aus der Gleichung vorher. Gott, der will nicht mehr. Das müsste die Gleichung 4 sein. Da steht V2 minus U. Nicht? V2 minus U ist minus S2. Also ist das V2 gleich U minus S2 durch M. V2 ist U minus S2 durch M. Und S2 ist das Epsilon S1. Und das muss ich einsetzen. Und wenn man das einsetzt, dann steht hier V1, und ich schreibe es so, wie ich es da geschrieben habe jetzt, ma Quadrat. Es ist nicht sehr geschickt, dann können Sie dann gleich sehen, das kann man besser machen, durch ma Quadrat plus Theta a. Also das sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß aus diesen 6 Gleichungen ermittelt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten das Theta a, für Theta a den Trägheitsradius eingeführt. Oh Gott, ich weiß nicht, wieso das gar nicht mehr geht jetzt. Dann lasst gar nicht mehr schreiben. Theta a ist gleich die Masse, das ist das große M jetzt, die Masse des Pendels, mal IA zum Quadrat. Wenn wir das einführen, dann steht zum Beispiel beim V2, nein, ich nehme zuerst das Phi.2, Phi.2, okay, Phi.2 ist gleich V1, mal 1 plus Epsilon, mal MA durch MA Quadrat plus groß M. Das war nicht sehr geschickt. Ich wollte das eigentlich ganz anders machen, aber es macht nichts. MIA Quadrat. Das ist nicht sehr gescheit gewesen. Die Frage ist, wie kann ich das ein bisschen reduzieren? Indem ich sage, ich habe da nämlich gesagt, dieses Pendel, könnte ich mir ja so vorstellen. Ich nehme da im Abstand, Pendelabstand war glaube ich klein a, im Pendelabstand a eine Masse m Stern. Und habe da eine zweite Masse, meine kleine m, die mit v 1 da drauf kommt. Dann hätte ich ja eigentlich den Stoß zweier Massenpunkte wieder. Ja, und ich führe also jetzt eine andere Masse ein, damit ich sage, das Theta A ist nicht nur MIA Quadrat, sondern ein M Stern mal kleines A Quadrat. Das wollte ich eigentlich machen. Man könnte, wenn man dieses Problem betrachtet, nicht? Als Stoß, zentraler Stoß zweier Massen, von denen die eine in Ruhe ist und die andere mit V1 draufkommt. Dann fragen wir, mit welcher Geschwindigkeit geht die Masse dann weg? Und das ist ja A mal Phi.2. Nicht? Und die hat nach dem Stoß die Geschwindigkeit V2. Das blau sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß. Und dann würde ich sagen, die Geschwindigkeit nach dem Stoß, A Phi.2,
ist gleich Geschwindigkeit vor dem Stoß, die war 0 von einer Masse im Stern. Plus, gestoßen wird sie von klein m, dividiert durch m plus m Stern. Wäre vielleicht besser gewesen, ein großes m zu schreiben, aber ist wurscht. Dann die Differenz der Geschwindigkeiten ist v1 und da steht 1 plus epsilon. Und nun, wenn ich die beiden vergleiche, dann sehen Sie, dann brauche ich ja nur die noch mit a zu multiplizieren. Dann steht da a phi Punkt phi Punkt 2 ist gleich v1 1 plus epsilon, das steht da. Dann habe ich das Ganze mit a multipliziert, steht oben a Quadrat, dann dividiere ich durch a Quadrat, dann steht hier m a Quadrat ist weg, plus Theta a durch klein a Quadrat. Also wenn ich das so umforme, von hier nach hier, dann sehen Sie, dann entspricht dem Theta a durch a Quadrat meine m-Sternmasse. Es ist quasi eine reduzierte Masse des Pendels auf den Stoßpunkt hin. Und der Vorteil wäre, dass ich selbst diesen Drehstoß jetzt quasi wie einen zentralen Stoß zweier Punktmassen behandeln kann. Und ich brauche nicht erst diese langen Gleichungen. Und natürlich kann ich beim V2 das genauso machen. Die Geschwindigkeit V2 ist ja gleich V1. V2. Ist gleich. V1 minus müsste jetzt stehen. Da sieht man es nicht so leicht, glaube ich. Ich muss wieder durch a Quadrat dividieren. Dann steht hier m minus epsilon m Stern steht zunächst, nicht? Wenn ich die nehme, dividiert durch m plus m Stern. Und jetzt, dass ich auf dieses 1 plus Epsilon komme, muss ich jetzt irgendwie erweitern, vermute ich, nämlich erweitern so, ich sage jetzt, ich addiere irgendetwas dazu und nehme irgendwas weg. Vielleicht am geschicktesten sage ich, minus ich sehe jetzt nicht genau, wie ich dorthin komme. Ich erweitere also mit plus m Stern minus m Stern. So, wenn ich das mache, dann kann ich sagen, m plus m Stern, da kann ich dann schreiben, das ist 1. Also ich beginne noch einmal mit V1, sage dann, da steht der 1er. Die beiden zusammengenommen. Minus m Stern herausgehoben. Durch m plus m Stern mal 1 plus epsilon heißt es jetzt, ja. Und jetzt passt es, nicht? Sie sehen, die beiden, erste und dritte Summand, wird zusammengenommen und der zweite und vierte. Beim zweiten, vierten hebe ich m Stern heraus, schreibe 1 plus epsilon, nicht? Minus m Stern mal 1 plus epsilon, das ist das. Und das ist der gemeinte Nenner. Und der wird einmal gekürzt und beim zweiten muss er natürlich bleiben. Und das ist genau die Formel auch, die sagt, die Geschwindigkeit
V2 ist gleich der Geschwindigkeit V1 vermindert um m Stern ist die Ursache, nicht? Dividiert durch die Summe der Massen, 1 plus Epsilon mal Differenz der Geschwindigkeiten. Also mit Hilfe dieser Einführung der reduzierten Masse könnte ich das ganze Problem des Drehstoßes in dem Fall wieder behandeln wie einen Punktstoß.